ein Videorundgang unserer neuen Wohnung in La Marina in Spanien. Die Wohnung seht ihr hier. Ich zoome da mal rein auf den Balkon. Mal sehen, wie wir es hinkriegen. Das in der Mitte ist jetzt unser Balkon. Rechts davon der gelbe Turm. Das ist die Treppe. Und da gehen wir jetzt mal hin. Das ist eine Wendeltreppe. Und wir sind im ersten Stock. Das werden wir gleich sehen. Dieser Treppenturm, der ist nach außen offen, also Frischluft ausgesetzt. Und das hier ist jetzt unser Eingang. Namensschild, Klingel. Und dann gehen wir hier mal rein. Das erste, dann sind wir sofort im Wohnzimmer. Familiengalerie. Selbstgemachtes Foto. Ausziehbare Couch, gut zum Fernsehen. Essecke. Fotografieren wir nochmal die Fernsehwand. Kalender zum Handbedienen. Küche, die wir noch erneuert haben. Die alte gefiel uns dann doch nicht. Ursprünglich sollte die ja drin bleiben. Und hinter der Küche, da gibt es noch einen Wirtschaftsraum. Da gehört die Waschmaschine hier. Warmwasserversorgung. Dieses Fenster hier, das haben wir verklebt, kann man aber aufmachen. Gucken wir nach draußen. Und so, was wir da hinten sehen, da dieses Rote, so war das hier bei uns auch. Und das haben wir jetzt ersetzt mit einem Fenster, damit ist dieser Raum auch abgeschlossen. Und hält auch, wenn es kälter ist, die kalte Luft aus oder auch die warme im Sommer. So, hier nochmal die Küche. Vorratsraum. Mach das mal auf. Alles sehr praktisch. Das war eingebaut. Die Türen selber haben wir streichen lassen. Das war ursprünglich Kiefernholzfarben. So. Dann wollen wir hier weitermachen. Das ist das Gästezimmer. Eine Couch, die auch als Schlafcouch dient. Die werden wir gleich nochmal ausklappen, dann seht ihr das auch. Und auch hier ein selbstgemachtes Foto. Objekt von der Insel Tabarca. Hier mein Büro. Das passt also gut zusammen. Wenn keiner da ist, dann kann ich hier arbeiten. Und dann seht ihr nochmal, das ist ein Einbauschrank mit Garderobe. Da haben wir diese Spiegel aufsetzen lassen. Das macht auch das Zimmer etwas größer. So, dann geht's ins Hauptschlafzimmer. Auch hier wieder dieser Einbauschrank mit den Spiegeln. Oben in der Ecke das weiße Gerät, das ist die Klimaanlage. Und wenn man jetzt noch mal weiter hoch guckt, dann sieht man hier den Ventilator. Davon gibt es in jedem Raum einen, im Wohnzimmer sogar zwei. So. Dann schnappen wir uns mal das Badezimmer.
Tauche ich natürlich mit auf, das wollte ich gar nicht. Witz hier, Effekt, dieses Licht hier, da drückt man nur auf den, beim Spiegel auf den Knopf. Und dann hat man ein sehr, sehr helles Licht. Das spiegelt sich natürlich überall. Hier war ursprünglich, wo die Dusche ist, ein Bad. Das haben wir rausnehmen lassen und eben ersetzt mit diesem sehr schönen, mit dieser sehr schönen Dusche. Dann haben wir noch ein Handtuch, Wärmer, der gleichzeitig natürlich als Heizung dient, mit eingebaut. Ja, das war's. Bad. So, jetzt zeigen wir euch nochmal im Gästezimmer diese große Schlaf. Und da ist es wirklich ein Bett, jetzt ein Doppelbett quasi. Und offenbar sehr bequem. Das hat unser Sohn Olli schon ausprobiert. Und nichts auszusetzen gehabt. Gut, dann geht's nochmal kurz auf den Balkon. Ihr seht ja wie die Führung hier. Die Balkontür ist neben der Eingangstür. Jetzt wird es ein bisschen hell, weil wieder die Sonne, wie üblich die Sonne hier scheint. Tisch mit bunten Stühlen, Couch. Und da oben in der Ecke sind die Klimaanlagen, die Kompressoren. Und dann zeigen wir die Aussicht von hier. Da steht unser Wohnmobil. Ansonsten palmenbesäumte Straßen. Sehr ruhiges Wohngebiet. Ja, das war's dann schon. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck erhalten. Und wir schalten das Ganze jetzt mal ab. Tschüss.